In Paris laufen derzeit die Vorbereitungen für die erste Ausgabe von Charlie Hebdo nach dem Anschlag auf Hochtouren. Am Mittwoch erscheint die Zeitschrift erneut mit einer Mohammed-Karikatur. Das Titelblatt zeigt unter der Überschrift »Alles vergeben« den Propheten mit Träne im Auge und einem Blatt mit den Worten »Je suis Charlie« in den Händen. Die Zeitschrift soll mit einer Rekordauflage von 3 Millionen erscheinen. Man weiß auch nicht, wie das in Frankreich weitergeht. Ja, und ich finde es sehr, sehr mutig, von der Redaktion dann dieses neue Heft zu machen mit dieser Karikatur. Ja, weltweit eine Auflage. Weltweit, aber ich finde es toll. Ich finde, das ist einfach ein Zeichen setzen. Und ich finde das super, dass die das so durchziehen. Und ich habe da so ein starkes Mitgefühl. Das würde jetzt die ganze Sendung sprengen, sich darüber zu unterhalten, ne, weil das so ein globales Thema ist.